Ich bin eingeladen worden, eine Woche auf dem neuen MSC Euribia Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Schiff ist riesig. Ja, es ist sogar so riesig. Es hat ganze 19 Stockwerke, ein Aquapark auf dem Dach, ein Theater, eine Bowlingbahn, ein Einkaufsmall, ein Spa, ein Gym und noch vieles mehr, was ich alles in diesem Video werde ausprobieren werde. Und ganz am Ende dieser Woche findet die einzigartige Namenszeremonie vom Schiff statt. Das Schiff läuft auch zum allerersten Mal aus dem Hafen aus. Und das Coolste an dem ganzen Trip ist, ich kann noch eine Person mitnehmen. Und ich habe gedacht, warum nicht die Person überraschen, die mich schon immer bei all meinen verrückten Ideen und Sachen unterstützt hat. Meine Mami. Sie hat also keinen Plan gehabt, woher wir gehen und was wir dort werden machen. Okay, wir haben jetzt 5 Uhr am Morgen. Meine Mama kommt mich jetzt gerade abholen. Und es ist noch viel zu früh am Morgen. Weißt du, woher wir gehen? Hä? Weißt du, woher wir gehen? Nein, du hast es noch nicht gesehen. Meine Mami mit so einer Reise zu überraschen, bedeutet für mich viel mehr als nur eine Woche zusammen in die Ferien. Sie ist die Person, die immer alles für mich gemacht hat. Mami? Ja, hat auf den Rollknopf gedrückt. Du bist immer so mein kleiner Junge und jetzt hast du da organisiert. Damit wir es rechtzeitig aufs Schiff schaffen, haben wir mit dem Flugzeug anreisen. Zuerst von Zürich nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Nantes in Frankreich. Wo wir angekommen sind, hat es dann die erste Überraschung gegeben. Scheiße. Hä? Ich glaube, es ist nicht. Nicht? Nein. Meinst du, es sagt schon aus? Ja, stimmt. Delivery completed. So, wir sind hier angekommen in Nantes und unser Gepäck aber leider nicht. Clear to claim 2 pieces luggage missing. Ab dann ist unsere Reise ohne Koffer weitergegangen und in der Hoffnung, dass es morgen ankommt, bevor wir am 5 Uhr ablegen mit dem Schiff. Und jemand hat jetzt auch gesehen, wodurch das es geht. Also MSC heisst Motorschiff. Ja. Wenn wir auf Schiff. Ja. Ja. Und wo an der Fahrt? Ey, klasse. Mit dem Schiff? Ja. Ach, nein, klasse. Mit dem Bus sind wir in 1 Stunde ganz an die Westküste gefahren, wo wir dann auch zum ersten Mal die MSC Euribia gesehen haben. Schau mal da. Ich habe gemeint, wir gehen mit einem Bötchenkanal. Es ist Niku Naku neu und fahrt jetzt mit uns übers Meer auf Dänemark. Hey, hey, hey. Das kann es aber niemandem schicken, weil ich denke, sonst ist es ein Spiel. Als erstes sind wir beide gerade unsere Zimmer anschauen. Jesus Gott! Wow, schau mal! Ist ja riesig! Leck mir! Mein eigenes Zimmer! Hä? Ich habe meine eigene Chill-Area mit einem Sofa, einen eigenen Arbeitsplatz, ein King-Size-Bett! Und jetzt kommt das absolute Highlight: ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche und einem WC. Den Rest des Tages haben wir dann noch gebraucht, um uns überhaupt zurecht zu finden. Ach, also... Sekretarsch? Mal? Nein. Da? Ah, doch? Am nächsten Morgen haben wir dann die Nachricht von der Airline bekommen, dass unser Gepäck nicht rechtzeitig wird ankommen, bevor wir ablegen mit dem Schiff. Also haben wir sogar Kleider shoppen für die ganze Woche. Was meiner Mom, glaube ich, nichts ausgemacht hat. Ich habe eine Sporttasse gekauft. Das Programm für die Woche sieht folgendermaßen aus. Tag 1 war ja unsere Anreise. Die haben wir jetzt hier schon hinter uns. Tag 2, die Behind-the-Scenes-Tour vom Schiff. Tag 3, Spa- und Wellnessbereich ausprobieren. Tag 4, Yoga- und Gym-Session. Tag 5, Bike-Tour in Amsterdam. Tag 6, White Park. Und am 7. und letzten Tag ist die offizielle Namenszeremonie vom Schiff. Und heute ist also, bevor das Schiff ableitet, losgegangen mit der Behind-the-Scenes-Tour. Wir wissen alle, was jetzt passiert. Okay, schauen wir mal, wie das Schiff da behind the scenes aussieht. Let's go! Auf dieser Tour haben wir den Kontrollraum besucht, den Motorraum und das Recycling Center. MSC Euribia ist in der Länge grösser als 3 Fußballfelder, hat eine Besatzung von mehr als 1500 Leuten und kann bis zu 6300 Gäste an Bord haben. Okay, bevor jetzt unser Cruise losgeht, müssen wir unsere Safety Instructions schauen. Emergency Procedures. To get to know these important safety procedures, then you can relax and really enjoy your cruise. Die maximale Geschwindigkeit von so einem Kreuzfahrtschiff liegt bei ungefähr 22 Knoten, was umgerechnet etwa 40 km/h sind. Das ganze Wasser, das auf dem Schiff gebraucht wird für die WC, Duschen und Pools, wird vom Meer angezogen und mit einer Meerwasserentsalzungsmaschine aufbereitet. Okay, wir sind am Fahren, es sind etwa 3 Minuten und ich habe es nicht mal gemerkt. Es fühlt sich richtig krass an zu wissen, dass wir jetzt auf dem riesigen Boot sind
im Wasser. Man spürt überhaupt gar nichts. Also der Ort, wo wir jetzt so ablegen, ist in Frankreich und es heisst Saint-Nazaire. Insane. Okay, wir haben heute den dritten Tag. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Und heute auf dem Plan steht Thermal Spa Wellness. Good morning. Okay, hier in der ganzen Spa-Area haben sie Salt Relaxed Room. Finnische Sauna, Kältekammer, eine Soft-Sauna, Whirlpool Steam Room, ein Dark Sensory Steam Bad, so eine Regendusche, wo man da durchlaufen kann. Und ganz da hinten zwei mediterrane Bad und ganz zinnerst der Jacuzzi und zum Liegen. Meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Spago. Später an diesem Tag bin ich dann noch das Jacuzzi auf dem Aussendeck ausprobieren und am Abend sind wir ins erste Restaurant, ins Le Grill. Hallo! Yes! Skip! Okay, das war es jetzt. Ein richtig, richtig fein. Guten Morgen. Ich gehe jetzt ins Morgen-Yoga. What kind of yoga do we do today? What we're gonna do is yin yoga. We'll be holding the posture a little bit longer. I want you to practice your breathing. Feel all your body parts. Slowly push down your heels. Feel that stretch on your neck. Also was auf dem ganzen Cruise Ship natürlich nicht fehlen, ist ein Gym. Das hat wahrscheinlich auch die beste Aussicht, die ich schon jemals hatte, zum Trainieren. Bezüglich Essen haben sie neben den verschiedenen Restaurants, die wir diese Woche noch ausprobieren werden, auf Deck 15 ein richtig grosses All-You-Can-Eat-Buffet. Dort kannst du so gut wie rund um die Tour frisch zubereitete Spezialitäten geniessen mit einer Hammer-Aussicht. Also heute gibt es Mexikaner. But for example burrito, we can either make vegetarian or if you want, we can put a little bit of fish. Guten Morgen, wir haben Tag 5 und wir sind in Amsterdam. Bevor dieser Tag startet, möchte ich die Chance noch ganz kurz nutzen und Danke sagen. Danke dir, dass du die Videos schaust, dass du das möglich machst, wo so lange mein Traum war. Heute ist einfach mein 27. Geburtstag. Ich bin auf einem Kreuzfahrtschiff mit meiner Mom. Ich darf von hier ein Video machen und ich kann von dem leben. Es ist so. Okay, let's go! Happy Birthday! Danke! Ja, hier mal den Reflektor. Thank you very much! Okay, jetzt gehen wir hier in Amsterdam auf eine Bike-Tour. Wir gehen auf eine 18 km Tour. Und es ist ja richtig easy, weil Amsterdam ist ja komplett flach. Velos, richtig krass. Amsterdam hat übrigens auch 1200 Brücken. Was ich auch richtig speziell finde, mega viele Brücken hier in Amsterdam kann man so aufklappen, dass halt Schiffe durchfahren können. Sind wir in der Schweiz eigentlich mega selten oder gar nie. Okay, für mich ist es auch das erste Mal hier in Hamburg, sage ich schon, in Amsterdam. Hier hinter mir der Bulldog, das ist glaube ich das älteste, wir wissen ja alles, für was das Amsterdam bekannt ist. Mit dem ältesten Coffeeshop. Ich bin jetzt aber nicht drin, aber ich habe mir gleich einen Kaffee geholt. Sehr interessant, sehr schön. Also heute Nachmittag machen wir noch eine kleine Fotosession und sie machen gerade noch ein paar Profilbilder für meine Mami. Beautiful, look away there, look away there. Ich kann sagen, was jetzt passiert gerade. Jetzt fahren wir ab von Amsterdam und jetzt müssen wir nachher nach Ehren. Ich bin wunder, wenn er da macht. Es hat gar nicht so viel Platz. Später an dem Tag sind wir mein Geburi im Kaito Sushi Restaurant gefeiert. Ich bin ein bisschen excited by the set. Just a bit prepared already. So I just. Und auch wenn meine Mami nicht so eine grosse Sushi-Liebhaberin ist, hat sie sogar auch an diesem Abend gut gefunden. Jetzt nimmt man da noch eine Soße. Und wie findest du?
Muy bien. No está fría. No, no. ¿Cold? No. An unserem zweitletzten Tag bin ich dann das Broadcasting-Studio besuchen. Von dort aus steuern sie die Musik und alle Screens vom ganzen Schiff. So how many screens do you... It's about... Hello. How many screens do we have? Like 3,500 screens? 3,500. Yeah. All over the ship. All over the ship, including cabin TVs, the ones in public areas. Und dann habe ich noch etwas gemacht, was ich schon eine Zeit lang im Kopf hatte. Ich glaube, du weißt schon, warum ich anrufe, oder? Da hinter uns ist so... Da hinter uns ist so eine Jewelry. Ich habe mir schon länger überlegt, so wenn wir auf Bali gehen, dass dort so ein mega nice Platz wäre, um einen Antrag zu machen. Und jetzt weiss ich auch nicht die Grösse und ob es in der Gold oder Silber ist. Darf ich dabei sein? Du hast jetzt nie gedacht. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ah, ich habe so Freude also, im Fall. Nein. Ja, krass. Let's celebrate you. Hey, aus allen Wolken, was da alles passiert. Du. Später an diesem Abend war dann die White Party, wo wir auf das Ganze angestoßen haben. Und dann war er auch schon da, der siebte und letzte Tag. Und auch der Tag der Namenszeremonie der MSC Euribia. Bevor es aber am Abend losgeht, habe ich noch Zeit genutzt, um alle Aktivitäten zu testen, die ich bis jetzt nicht mal Zeit dafür gefunden habe. Wie zum Beispiel der Aquapark. Okay, jetzt probieren wir mal die Rutsche aus. Und die Bowlingbahn. Okay, wenn ich einen Strike mache, dann machen wir eine Freundin einen Heiratsantrag. Das ist Strike sie. Okay, heute Abend ist die Naming Ceremony. Offiziell auch der letzte Abend. Und das ist das Motto alles in schwarz. Extra noch schwarzes Hemd gekauft. Ready for our ceremony. Once more, but you will see something really unique tonight. Thank you, thank you. Grazie, grazie, grazie. Adesso scriverò con te. Das ist auch da, wo unsere Reise endet. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, danke vielmals MSC. Meine Mami, die schon seit Anfang an ich die Videos hier mache, mein grösster Fan ist, mit so einer Reise können zu überraschen, hat mich nicht nur mega stolz gemacht, sondern mich auch mit viel Freude und Dankbarkeit erfüllt. Aber was das Schönste war, neben dem, dass wir beide das erste Mal überhaupt auf einem Kreuzfahrtschiff waren, ist wieder mal so viel Zeit zusammen zu verbringen und neue Sachen und Orte zusammen erleben. Darum wird die Once-in-a-Lifetime-Reise für uns immer als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben.